Top 10 heute mit den 10 größten Filmmythen. Nummer 10. Mythos. Ein Sprung aus beträchtlicher Höhe ist sicher, wenn der Stuntman im Wasser landet, das tief genug ist. Doch die Wahrheit, ein Fall über 130 Stundenkilometer ist in jedem Fall tödlich. Ein durchschnittlicher Mensch, der 60 Meter in die Tiefe fällt, baut sogar eine Geschwindigkeit von 190 km/h auf. Nummer 9. Mythos. Wenn eine Rakete im Weltraum explodiert, gibt es einen riesigen lauten Feuerball. Die Wahrheit, da draußen im All ist nicht genügend Sauerstoff, es gibt bestenfalls einen kurzen Blitz. Auch laut knallen würde es nicht, denn Geräusche können sich nicht im Vakuum des Alls entfalten. Nummer 8. Mythos. Durch einen Asteroidengürtel zu fliegen ist absolut tödlich, denn überall befinden sich Hindernisse, sodass ein Aufprall nahezu unvermeidlich ist. Die Wahrheit, zwischen den einzelnen Asteroiden ist meilenweit Platz. Die Chance zu kollidieren ist gerade mal 1 zu einer Milliarde. Nummer 7. Mythos. Eine Benzinspur kann man anzünden, indem man eine Zigarette draufwirft. Habt ihr das geglaubt? Doch die Wahrheit ist, eine Zigarette bringt nicht genug Hitze auf, um das Benzin zu zünden, allerhöchstens noch in dem Moment, wo man gerade dran zieht, aber dann würde man ja selber Feuer fangen. Nummer 6. Mythos. Ein Schloss kann man einfach mit einer Pistole aufschießen. Piu, kling! Doch Enttäuschung, auch das ist nicht wahr. Auch wenn man noch so gut trifft, mit einer Shotgun könnte es klappen, aber sie wird tödliche Streuungen verursachen. Peng! Nummer 5. Mythos. Ein Mensch, der dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt ist, explodiert einfach. Aber auch das ist falsch. Unsere Haut schützt uns vor einer explosiven Dekompression, jedoch würden wir natürlich aufgrund des Sauerstoffmangels sehr schnell ersticken. Weiter zur 4. Mythos. Ein Defibrillator, ihr wisst schon, dieses Ding mit den Stromstößen, rettet das Leben eines Menschen bei Herzstillstand. Doch die Wahrheit, Defibrillatoren setzt man ein, wenn die Herzkammern flimmern, flattern oder bei Herzrhythmusstörungen. Wenn das Herz steht, hilft auch der Defibrillator nichts mehr. Nummer 3. Mythos. Ein Schuss mit einem Schalldämpfer auf der Pistole ist nahezu geräuschlos. Stimmt nicht, der Schallpegel wird natürlich verringert, aber es ist immer noch 100 Dezibel laut, etwa so, als würde man im Club einen Meter vom Lautsprecher stehen. Nummer 2. Mythos. Ein Schuss auf den Benzintank lässt ein Auto explodieren. Doch die Wahrheit, sehr unwahrscheinlich. Das Projektil müsste schon sehr weit fliegen, sodass die Luftreibung es zum Glühen bringt, um dann beim Aufprall irgendwie das Benzin zu entzünden. Ja, das klappt nicht. Doch jetzt kommen wir zur Nummer 1. Mythos. Wenn du mit einem Kriminellen am Telefon sprichst, probiere ihn lange in der Leitung zu halten, damit die Polizei ihn lokalisieren kann. Doch die Wahrheit ist, heutzutage kann die Polizei binnen Sekunden einen Anruf lokalisieren. Ja, liebe Verbrecher, ihr lebt in einer schweren Zeit. So, wo wir beim Thema Film sind, gibt es heute ein kleines Community-Gewinnspiel. Top 10 verlost 10x2 Tickets für die Community-Preview von dem Film Männerhort. Mit dabei sind unter anderem Dominik von die Filmfabrik, Sandy Dynamite und die Broken Thumbs. Für den Trailer klickt ihr unten links und zwar ist das nächste Woche am Mittwochabend, 1. Oktober in Köln. Wo dort genau erfahrt ihr, wenn ihr gewonnen habt. Für die Gewinner geht's mit uns YouTubern ins Kino. Weil der Film abends ab 20 Uhr läuft, müsst ihr aus Jugendschutzgründen mindestens 16 Jahre alt sein und außerdem im Raum Köln wohnen, denn die Anreise ist nicht inklusive. Hier die Preisfrage. In welchem Video sage ich folgenden Satz? Das gibt Erinnerungen für die Ewigkeit. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir die Antwort als Nachricht auf facebook.com. Top 10 Videos nicht auf die Wall, dann sehen Sie die anderen. Bitte als Nachricht. Ab Veröffentlichung dieses Videos Dienstag bis morgen noch 12 Uhr Mittag. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ermittelt und dann kontaktiert, Rechtsweg ausgeschlossen. Und Achtung, nur den zufällig ermittelten Gewinner wird geantwortet. Und das Gewinnspiel geht nur bis morgen Mittwoch, den 24. September, 12 Uhr mittags. Der Kinoabend ist ja bereits nächste Woche am 1. Oktober. Alle Infos nochmal in der Videobeschreibung. Also viel Glück, danke und auf Wiedersehen.